Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Division 2. Wir sind wieder am Start. Eigentlich das, was ich gestern hier schon gemacht hatte, oder versucht hatte, einzumachen, habe ich jetzt mir noch ein bisschen Versteckung geguckt, nämlich den, Pixel, heißt mit deinem Account ausgesprochen. Richtig, genau. Ja, wunderbar, schön, dass du dabei bist. Ja. Du darfst auch natürlich meiner Community mal deinen echten Namen verraten, damit man dich auch ansprechen kann. Phil. Phil, okay. Gut, ja, wir machen heute mal ein bisschen die nächste Vorstellung unsicher. Das, was ich eigentlich wie seit gestern angefangen hatte und allein ein bisschen böse verkackt habe, werde ich mir jetzt tatsächlich, wenn wir es tatsächlich im Du nochmal probieren. Ich habe gestern Abend noch mit einer Freundin zwei Folgen gemacht und habe dann gestern Abend nochmal versucht, eine Folge alleine zu machen, damit ich überhaupt ein bisschen weiterkomme in der Story. Das hat gar nicht geklappt. Diese Baustellengemeinschaft, dieser Nebeneinsatz, den hätte er halt nicht angefangen, aber wo du den Agenten da besuchen musst, beschützen musst. Ja, genau. Ja, dann wollen wir ihm mal zeigen, wo der. Ja. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken, wo der Punkt ist. Warte mal, ist der nicht hier? Irgendwo? Bist du nicht hier raus? Warte mal. Ich suche gerade einen Ausgang. Ist der wieder irgendwo? Da hinten. Nein. Geradeaus. Ja. Da ist nämlich auch die Linie. Ich glaube, die Linie müsstest du eigentlich auch sehen. Nee, ich muss es mal extra markieren, glaube ich. Das ist natürlich ein bisschen, weil, wie gesagt, bei mir sind sie nämlich markiert. Ich hab's jetzt so, hab mir jetzt so einen Markerpunkt gesetzt. Ja. Ja, ist wieder Action da hinten. Hier ist wieder so ein. Zack, Munitionsauffüllpunkt. Nehmen wir die mit. Oder was auch immer das war. Ah, mir ist aufgefallen, dass diese Agenten hier, die hier rumlaufen, im Gegensatz zu der JTF im ersten Teil, sind sie durchaus brauchbar. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Koffer? Am Bus hier? Weil die JTF war unnütz. Muss ich mal so nehmen. Weil die stehen teilweise blöd rum, während die Gegner auf dich schießen fleißig. Lebende Zielscheiben waren das ja quasi auch nur. Ja. Deswegen. Da vorne ist wieder ein Gegner. Was sind das eigentlich für Viecher, diese Zombies? So, ich nenne sie mal Zombies einfach jetzt. Dass die explodieren dann quasi so ein bisschen im Schlamm oder so. Meinst du die mit dem Sprenggürtel um den Bauch rum quasi? Ne, den habe ich jetzt gerade einen gekillt von. Ne, es gibt welche, die halt. Ach gut, das ist Blut, ne? Ja. Okay, weil ich dachte eigentlich, das wären jetzt tatsächlich. Das glaube ich nicht. Ich dachte, okay, das wären irgendwelche. Ja, keine Ahnung. Spontan würde ich sagen Zombies. Nee, noch sind hier keine. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ist ja momentan bei vielen Spielen tatsächlich so der Trend. Auch dieses Battle Royale, genau. Und alles drum und dran. Gut, ja. Eigentlich tatsächlich wollten wir auf die Baustelle gehen, aber hier ist tatsächlich so eine Propagandasendung, die machen wir mal kurz eben, oder die aktivieren wir mal kurz. Das passiert nämlich öfters mal, dass auch irgendwas dazwischen kommt. Soll also durchaus, da kommt sie her. Plopp, ich habe mein Geschütz auch dahin. Was hat er gerade gesagt? Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Ich gar nichts. Nee, gut. Der Sprecher gerade. Das habe ich gerade. Der hat irgendwas gerade noch von sich gegeben. Aber das habe ich nicht verstanden. Ja, die Konsole noch. Okay. Ah, du hast gerade einen kleinen Leck drin gehabt. Das kann aber nicht gewesen sein. Eigentlich sollte das kein Problem sein, weil ich bin eigentlich nichts am Hochladen oder sonst irgendwas. Da hinten kommen sie. Nein, ich hänge in der Grafik. Ah, jetzt. Ja, dann war das bei dir. Tatsächlich dieser kleine Leck drin. So, Lautsprecher ist aktualisiert. Sehr schön. Ich sollte mir eigentlich mal tatsächlich, mal mehr, wenn das möglich ist, warte mal, du kannst auch mal eine dritte Fähigkeit dazu packen, ne? Also geschützt, Drohne und. Hoffe ich, ja. Du warst ja dann in Teil 1 auch mit der Spezialisierung. Ja, ich würde gerne nämlich mein R2D2 wieder. Oh, Granate. Oh. Granate. Der war hinter uns, der Typ. So. Diese kleine Sprengkugel da. Mhm, genau. Die würde ich gerne dazu packen. Die haben leider so ein paar Sachen, so wie den Scanner und so, die haben sie ja ein bisschen entschärft. Mhm. Der Scanner, der war in Teil 1 natürlich richtig schön. Ja. So, dann geht's jetzt hier weiter, glaube ich. Ja. Genau. Der Seite. Ich würde mal, hier muss irgendwas sein.
Ah, da unten. Ah, nee, das ist hier. Ach, das ist so eine Socke oder was auch immer das gewesen ist, was auf der Karte angezeigt wurde. So. Naja, ich gehe gerade an den. Der klettert hier gleich über den Zaun. So, bloß ist es nur einer, der das so wieder blöd rumquatscht. Da unten. Ah, ich glaube, der wurde ein bisschen falsch. Ja. Oh, das ist natürlich der Schlüssel. Zugangsschlüssel. Genau, das habe ich euch jetzt auch in der Gruppe gelesen. Was haben diese Schlüssel eigentlich auf sich? Das ist jetzt nur der Schlüssel für die Propagandasendung. Weil wir den Lautsprecher mit dem Schlüssel jetzt quasi überbrücken müssen. Mhm. Du meinst wahrscheinlich die Hunter-Schlüssel, denke ich mal, ne? Ja. Ja. Du bekommst von jedem oder von fast jedem Hunter einen Schlüssel. Mhm. Diesen Schlüssel kannst du für die Kiste verwenden, die in der Operationsbasis neben dem Friseur ist. Okay. Wo eine F2000 drin ist. Okay, ich bin tatsächlich, was Waffen angeht, eigentlich absoluter Fan von MGs. Also nicht Sturmgewehre, sondern die normalen wirklich Maschinengewehre. Die Sturmgewehre, die haben jetzt wenig. Ja. Also, die haben zu wenig Durchschlag. Ich bin auch, also LMG. Absolut. Mhm. Ich spiele Rainbow Six Siege auch gerne. Fuse, Finker, Sophia, weil LMG und so. Du gehst eigentlich quasi schießend rein und hast dann 300 Schuss oder so drauf. Ja, okay. Dann kannst du schon fast auswählen, welche Spezialisierung du später nehmen wirst. Weil ja die Spezialisierung einzelne Waffenperks drauf haben. Ja, es sind viele, die halt auch wirklich eher auf... da kommt was von uns von rechts. Sind auch noch zwei. Einer weg. Beide weg. Dass viele tatsächlich eher auf Unterstützereinheiten gehen. Also ich sehe viele Sunnies halt, die viele unterwegs sind. Ja, übertragen wiederhergestellt. Sehr schön. Sunnies, die unterwegs sind und ja, Scharfschützen, die so ein bisschen auf der Distanz arbeiten. Also ich bin eher... Ich renne gerne eigentlich in mein Verderben. Das wird wahrscheinlich öfters mal passieren, dass ich halt irgendwo rumliege und nicht mehr weiterkomme, weil ich fast in großem Sterben bin. So, warte mal. Ich wollte eigentlich tatsächlich den Einsatz markieren. Wo ist denn der? Moment. Doch, wir sind richtig hier. Ich erinnere mich. Hier hoch nämlich. Zack. Das war das, wo ich gestern ja, mehr oder weniger ein bisschen verzweifelt war. Bin. Ja, ich habe zweimal versucht und wie wollte es nicht. Und hab dann nochmal abgebrochen. Aber sowas ist doch besser, als wenn es so einfach wäre. Von daher. Ja gut, tatsächlich. Aber ich bin, also nicht, weil ich jetzt, ich habe es nicht abgebrochen, weil ich jetzt ganz nur gescheitert bin, sondern weil ich einfach dann irgendwie keine Lust hatte, alleine weiterzumachen. Gerade so im Spiel. Ja. Ich bin halt wirklich ein Fan von Koop-Spielen. Also wenn man, wie Far Cry auch zum Beispiel. Far Cry habe ich auch alleine irgendwann abgebrochen, weil es mir dann einfach wirklich zu langweilig war. Aber, auf die rechte Seite? Ja, ich bin gerade an der linken Seite dran. Scheiße. Molotov Cocktail, Vorsicht. Ah, jawohl, der ist tot. Dann schieben wir mal eine Drohne raus. Ah, die Stelle kannst du dir schon mal merken für später. Welche? Die hier. Ja. Zeig dir gleich was. Moment. Später nicht bereuen. Also bin ich in Level 21 wieder. Hat das nicht gespeichert, den Fortschritt? Ah, wo kommen sie? Links. Ja, hinter dem Kran. Hinter der Wand sind die Leute. Die kommen links her. Zwei Stück kommen jetzt. Auslocken. Ah. Jawohl. Und oben noch. Genau. Ja, aber ja. Sehr schön. Rechts, los. Oh, der ist mal kurz eben entspannt an mir vorbeigerannt. Auch rechts, geradeaus. So. Ja, da oben kommt schon einer. Da oben. Wo die Drohne gerade markiert. Ja. Tot. So. Gut, dass deine Energie wieder öfters mal hergestellt wird. Ja, genau. Das ist. Immer wenn du so einen Abschnitt hast, dass. Mal wieder von der Energie aus, genau. Und ja, ab jetzt weiß ich tatsächlich auch nicht mehr weiter. Wir haben
das Gebäude geräumt, aber mein Freund sitzt noch oben auf dem Dach fest. Kommen Sie! Das ist also ganz gut, dass wir die Mission hier machen. Hier ist eine Kiste, eine große. Wo? Was? Wie will? Warte, wo? Bist du lang? Da hinten. Bei mir? Ja, siehst. Nehmen wir mit. Ein Holster. Mache ich aber nach. Mit dem Anpassen mache ich aber nach dem. Nach der Mission hier. Nach der Mission, nach der Quest, wie auch immer. Ich spiele viele Spiele, da heißt es mich nicht Mission, da heißt es Quest. Ja. Ja, The Witcher. Stimmt, ja. Und da gibt es ja so ein paar Quests. Ja. Man kann dieses Spiel wirklich ewig lange ziehen. Gut, ich bin jetzt bei 80 Folgen, 85 Folgen, grob. Wäre nicht mal mein längstes Let's Play. Das Schlimme ist ja, selbst wenn man dann alles gemacht hat, fängt man einfach von vorne an und nimmt einfach andere Entscheidungen. Und schon ist es wieder ein ganz anderes Spiel, ne? Ja. Mein längstes ist FIFA mit fast 200 Folgen. FIFA 16, drei Saisons durchgezogen. Wir sind fast da. Jawohl. Danach müsste eigentlich Red Dead Redemption mit 106 Folgen kommen. Ja. Wobei Formel 1 hat noch mehr. Formel 1 hat 100. Knapp 130. Auch zwei Saisons. Oh Gott. Ja, drei Folgen pro Wochenende, ne? Ein Wochenende. Mhm. Ja, es sind halt Spiele, wo ich halt wirklich ewig dran sitze. Wo ich einfach, wenn ich am Bock habe, dann sitze ich halt wirklich ewig an diesen Spielen. Ich versuche mit dem Plan einen Übergang zu schaffen. Okay. Ich versuche sowas. Muss immer noch ein Gegner sein, glaube ich, weil ich werde angezeigt als Gefahr, wenn ich aufstehe. Ja, der vorne macht jetzt so einen Übergang. Oh. Ich stelle dann auch direkt einen Flammenwerfer auf, damit die nicht hier rüberkommen. Das ist. Ja, das ist das Problem, das ist so ungewohnt. Mein Kreis normalerweise, die Taste ist für die Deckung. Und nicht die X-Taste. X ist normalerweise so rüberspringen. Achso. Deswegen passiert das öfters mal. Gelegt auf den Controller. Deswegen passiert das öfters mal, dass ich halt immer irgendwie mitten in die Gefahr reinspringe. Das ist nicht immer absichtlich. So, einer unten ist weg. Da unten ist auch ein Scharfschütze. Ja. Ein Hit hat er gekriegt, aber nicht mehr. Ich brauche noch ein bisschen Zeit für die. Der Cooldown braucht noch ein bisschen. Warte mal. Fliege ich denn da hinten hin? Ja. Scharfschütze ist auch weg. Hey, das ist einer. Und da ungefähr. Jawohl. Auch weg. Sehr schön. So. Dann komme ich jetzt runter. Haben noch einer. Ich gehe jetzt ein bisschen auf eine andere Entdeckung. Ja, da oben sind zwei noch. Und oben links ist an der. Da war noch einer, der ist tot. Und das muss aber noch einer sein. Genau. Oh! Ich wurde angezündet. Boah, ich bin Gott sei Dank. Mehr oder weniger. Eben Gott sei Dank nicht. Oh. Der ist auch weg. Tot. Nein, da ist aber noch einer. Zack! Gibt mir da noch einen. Die Flug muss spät die Kante. Aber ich mag dieses Setting von diesem Spiel. Ja, absolut. Das habe ich auch im ersten Teil tatsächlich. Weil ich sage ja, dieses Spiel war ja nicht schlecht. Es war halt. Sehr schön, Stufeaufstieg. Level 22 jetzt mittlerweile. Ich war eigentlich 22 schon mittlerweile. Ich weiß nicht, wo es wieder zurückgesetzt hat. Ich weiß, im ersten Teil war es ja auch nicht schlecht. Aber sehr viel zum Beispiel war auch verbuggt. Ich erinnere zum Beispiel an die Mission mit dem Lincoln-Tunnel. Wo du oben über der Werkstatt sitzt, auf dem Tunnel, da auf dieser Brücke dann, dass du öfters mal einfach durch den Boden geglitscht bist. Stimmt, genau. Und das ja über Monate. Also ich weiß nicht, wie sie mit, ob sie mit, ja gut, heute werden sie wahrscheinlich nicht mehr, heute werden sie wahrscheinlich nicht viel fixen. Mehr, weil, ja, ist der zweite Teil draußen, ne? Also was interessiert dir jetzt der erste Teil, ne? Genau. Aber es gehört tatsächlich mit zu meinen Spielereien. Aber also meine absolute Lieblingsspielerei tatsächlich ist und bleibt Uncharted. Definitiv. Oh ja, von der Erzählung her und. Von allem, alle Teile. Ich habe alle Teile bei mir auf dem Kanal drauf. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe jetzt im Teil. Vielleicht Deception war Teil 3, glaube ich. Mir geht's gut. Ja, war Teil 3. Ja. Gib mir eine Minute. Das habe ich sehr genossen. Hier ist ein Seil.
Das muss runtergemacht werden. Okay. Ja. Du kommst nie wieder hier hin und später wirst du es bereuen, wenn du es nicht machst. Ja, wunderbar. Dann war das runter. Genau. Aber da weißt du bei der Uncharted-Reihe, oder zumindest vermutest du bei der Uncharted-Reihe, dass du, wer so der Endgegner ist. Das ist leider zu... Es ist zu schnell. Ja, also das Problem ist auch, die Feuergefechte waren in 3 nicht so schön gemacht. Weil es wirklich einfach hier nur stumpfes Ballern war. Ich muss nur kurz waschen auf. Und kurz. Aber ansonsten fand ich so von den Rätseln her endlich mal wieder ein Spiel. Gute Arbeit, Agent. Ja, Teil 1 und 2 haben tatsächlich sehr schwere Rätsel gehabt. Teil 3, gut, ich habe die meisten Rätsel tatsächlich mit der Komplettlösung gemacht. Weil ich dann nicht 5 Stunden lang rumprobieren wollte, nicht im Let's Play. Also das ist schwierig dann bei mir immer. Dann habe ich mir auch mal die Komplettlösung rausgesucht aus dem Internet und habe die dann einfach per Komplettlösung gemacht. Ah, okay. Aber ja, an sich tatsächlich stimmt das ja. Also die Rätsel sind durchaus knifflig. Teilweise hoher Schwierigkeitsgrad. Vieles ist logisches Denken, klar, aber vieles ist auch Reaktionsvermögen und Ausprobieren vor allen Dingen. Genau. Ja, ich hoffe, dass da wird kein Teil mehr kommen. Schade eigentlich. Also ich glaube, es wird kein quasi 6. Teil mehr kommen. Weil der 5. Teil ist ja dieses Spin-off mit den beiden Mädels. Mit den beiden Damen, genau. Genau, und da war eigentlich tatsächlich, ich denke, es wird keine 6. Teil, weil der ist ja mit nach Teil 4 mit der Elena verheiratet, haben ja Kind oder so. Oder Kinder. Mhm. Aber direkt dahinter kommt so meiner Meinung nach, wenn nicht sogar besser, von der Story-Erzählung her, Last of Us. Nie gespielt. Boah. Tatsächlich nie gespielt. Ich finde, Last of Us ist auch Horror, ne? Ja, also... kein Fan. Also, ich habe mich bei... So ich habe mich bei meinem Let's Play Until Dawn habe ich mich tatsächlich... da musste ich auch zwischendurch aus dem Raum rissen und sagen, oh, Moment mal, eine kleine Pause bitte gerade. Das ging gerade einfach gar nicht. Diese Gegner hinter uns. Nee, ich bin gerade was so Psychokacke gehört, so Psychohorror ist angeht oder ja doch war richtig angeht. Nein, dann lieber der gute alte Metzelhorror, so Michael Myers etc. Das ist kein Problem. Und, Freitag der 13. Dead by Daylight spiele ich sehr sehr gerne beides, aber Until Dawn ist Psycho hoch 10. Ja, es gibt so Grenzen. Also Resident Evil in VR auf keinen Fall. Das mache ich auch nicht. Habe ich von vielen gehört, die tatsächlich da Schwierigkeiten haben. Ich habe eine VR-Brille hier. Hab's auch tatsächlich lange nicht mehr angeschlossen gehabt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Resident Evil tatsächlich so spielen würde. Ich habe beim Gronkh mal... Entschuldigung, ich mache wieder Werbung. Beim großen Bärtigen habe ich mal wieder... die Evil-Mission angefangen. Alter! Das wurde immer zu schlimm. Wobei bei ihm ist tatsächlich Horror auch durchaus angenehmer zu gucken. Mit und ja, stimmt. Gut, dann sind wir jetzt genug durch hier für heute und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir dann wieder mal eine Hauptmission. Bis dann.